Heute haben wir ein weißes Hemd, ein weißes Blatt Papier und eine weiße Rückwand, aber nichtsdestotrotz ein spannendes Thema, denn heute geht es hier bei Optionsstrategien TV um ein Thema für die, naja, ich sag's mal, für die Ängstlichen unter uns. Ne? Und zwar wird immer mal wieder gefragt, hey, wie ist eigentlich mein Geld, wie sind meine Aktien, wie sind meine Optionen und so weiter eigentlich bei Interactive Brokers oder entsprechend bei den Klonen, also bei Links oder bei CapTrader, wie ist das eigentlich abgesichert? Und da gibt es gerade eine ganz neue Entwicklung und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran. Ich habe letzte Woche einen Anruf erhalten. Und zwar hat mich ein ganz, ganz langjähriger Kunde, mittlerweile ein guter Freund, angerufen, und zwar der Herbert. Lieber Herbert, an dieser Stelle herzliche Grüße. Und zwar hat er mich gefragt, hey Jens, ich habe da was bekommen von IB und da geht es um das Einlagensicherungsprogramm. Und weißt du da was davon? Und ich habe das schon jetzt immer schon mal gehört und deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen recherchiert. Und zwar geht es jetzt um ein neues Bankeneinlagensicherungsübertragungsprogramm, was IB seinen Kunden jetzt anbietet. Und das ist eine deutliche Verbesserung für Kunden und deswegen will ich euch das hier ganz kurz erklären. Mal eins vorweg, wenn ihr ein Konto bei einem Broker habt, da ist jetzt vollkommen unabhängig, ob ihr das jetzt bei IB habt oder bei Consors oder bei der DAB oder wo sonst irgendwo, dann müsst ihr immer unterscheiden zwischen einmal dem Geld, was ihr auf diesem Konto habt und zum anderen die Wertpapiere. Also wenn ihr beispielsweise Aktien habt oder so, ne? Weil die Aktien liegen in der Regel nicht beim Broker, was heißt nicht nur in der Regel, die liegen nie beim Broker, sondern die liegen immer bei irgendeiner Clearingstelle, sind da hinterlegt. Das ist quasi eine Art Sondervermögen. Das heißt, selbst wenn der Broker pleite geht, eure Aktien gehören euch immer. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ich selbst habe übrigens schon 2 Brokerpleiten live miterlebt. Ne? Also wo Broker, bei denen ich Kunde war, pleite gegangen sind. Einmal Refco, ganz, ganz lange her. Die saßen damals in Düsseldorf, war eine Firma aus Amerika, sind dann pleite gegangen. Da war ich selbst, hatte ich selber Konten da. Und das andere Mal war es eine Firma aus Amerika, ich glaube, die hieß FTC Man oder so ähnlich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Da hatte ich 2 Wochen vorher das Konto gewechselt, die sind auch pleite gegangen. So, mittlerweile sind die Anforderungen an die Broker so extrem hoch, dass es eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig oder überhaupt nicht mehr so ganz entscheidend ist, bei welchem Broker man ist. Die Sicherheit bei einem regulierten Broker ist immer gegeben. Klar, wenn ihr jetzt zu irgendeinem Broker geht, der hier in Zypern hockt oder sonst irgendwo oder von der Bankenaufsicht in Bulgarien überwacht wird, bisschen schwierig, ne? Aber wenn ihr zum großen, klassischen Broker geht, da ist euer Geld sicher. So, jetzt gibt es noch das Bargeld. Normalerweise liegt auch das Bargeld jetzt nicht immer bei den Brokern selbst, sondern auch bei einer Depotbank. Und das sind dann in der Regel sehr, sehr gute Banken, wie zum Beispiel State Street. Die machen überhaupt keine eigenen Geschäfte, außer dass sie das Geld aufbewahren für die Broker. Das heißt, also auch die gehen in der Regel nicht pleite. Also wenn, dann haben wir ganz andere Sorgen, wenn die pleite gehen, sodass ihr euch da nicht allzu viel Sorgen machen müsst. Aber IB geht da jetzt noch ein Stück weiter und sagt, hey, wenn ihr also zum Beispiel jetzt Geld habt, ne, also ihr habt jetzt beispielsweise hier, ihr habt Geld und habt das jetzt zu IB geschickt, so, dann ist es so, dass IB dieses Geld an eine Bank gibt. In der Realität ist es sogar so, dass ihr dieses Geld gar nicht an IB überweist, sondern gleich hierhin, ne? Also gleich direkt an diese Bank. So, und jetzt gibt es eine neue Entwicklung und zwar hat jetzt IB etwas eingeführt und zwar nennt sich das das Federal Deposit Insurance Corporation Programm, FDIC, und das sichert nochmal Gelder bis 2,5 Millionen extra ab. Und zwar passiert Folgendes. Immer, wenn man auf einem Konto mehr als 250.000 Dollar hat, dann wird dieses weitere Geld zur nächsten Bank geleitet. Das heißt also, insgesamt hat man dann hier nicht mehr nur eine Bank, sondern bis zu 10. So, ich mache jetzt hier einfach mal nur 4. Und das heißt, die ersten 250.000 gehen zu der Bank, die nächsten 250.000 gehen dann zu der Bank, die dritten gehen zu der Bank und so weiter und so fort, sodass man also insgesamt bis zu 2,5 Millionen Dollar über dieses Programm absichern kann. Das heißt also, wenn man jetzt Angst hat, hey, wenn meine Depotbank, wo hier dieses Geld liegt, wenn die jetzt pleite gehen, ne,
dann ist dein ganzes Geld weg. Und wenn du da jetzt halt 2 Millionen hast, ne, bisschen ärgerlich. Und deswegen wird das jetzt hier auf mehrere verteilt, also bis zu insgesamt 2,5 Millionen, also 10 Panken. So, wer das Ganze machen will, der kann das sowohl in einem Privataccount machen, als auch in einem Firmenaccount. Du musst einfach nur bei IB in die Kontoeinstellung gehen und dann kannst du das dort einstellen. Das Ganze, wie gesagt, nennt sich Bankeneinlagensicherungsübertragungsprogramm und da musst du einfach nur ein Formular unterzeichnen und schickst das hin. Über Nacht wird das dann gemacht. So, jetzt gibt es allerdings einen Haken und zwar, eigentlich gibt es zwei Haken. Punkt Nummer eins, dieses Programm gibt es nur, wenn du Minimum diese 250.000 Dollar hast. Das heißt also, wer jetzt 10.000, 20.000 Dollar oder so irgendwo liegen hat, der kann dieses Programm nicht nutzen, dass das Geld auf mehrere Banken aufgeteilt wird. Dann bleibt es bei einer Bank. Da ist es, glaube ich, auch bis 500.000 versichert, schon durch IB direkt. Aber unabhängig davon, also du kannst dann nicht nochmal auf mehrere Banken aufteilen. So, und der zweite, die zweite Hürde, sage ich mal, die du überwinden musst, ist, es geht nicht um den Depotwert, ne? Sondern es geht wirklich um Bargeld, also um Cash, was du liegen hast. Und jetzt noch eine Besonderheit, du musst dieses Bargeld in Dollar liegen haben. Das heißt nicht in Euro. Ne? Wer also jetzt sagt, er hat 2 Millionen Euro und geht in seine Kontoverwaltung rein und findet das Ganze nicht, ne? Ihr findet das übrigens unter Einstellungen, Kontoeinstellungen, Konfiguration, und findet das nicht, dann liegt es daran, dass ihr Euro habt. Das heißt, ihr müsst Dollarbestände haben, weil eben dieses Programm, das hängt auch mit der amerikanischen Regierung zusammen, eben nur auf Dollar gemacht wird. Das gibt es nicht für Euro. Wir haben heute extra nochmal mit Interactive Brokers telefoniert, haben uns das nochmal erklären lassen und die haben gesagt, nein, für Euro explizit nicht, sondern ausschließlich für Dollar. Wer jetzt allerdings sagt, hey, ich habe da 2 Millionen liegen, ne, und ich würde das gern nutzen, sind aber eben Euro, dann wandelt es halt um in Dollar und hedgt euch dann entsprechend gegen eine Euro-Stärke ab. Ist ja momentan eher nicht so der Fall. Also momentan macht es ja ohnehin viel Sinn, das Ganze in Euro liegen zu lassen, in Dollar liegen zu haben, ne, weil ja dort Dollar zurzeit immer stärker wird gegenüber dem Euro. So. Also, ich gehe mal davon aus, dass dieses Video wahrscheinlich nur 5-6% der Zuschauer, die hier zuschauen, betroffen hat. Ne? Für alle anderen ist das nice to know, aber im Grunde genommen für die Praxis nicht wirksam, weil die wenigstens werden über solche Geldmittel verfügen. Und wie gesagt, es genügt ja jetzt also auch nicht mal ein Konto von 250.000, sondern du musst schon deutlich mehr haben. Nämlich du musst das ja in Cash haben. Also wenn du jetzt 250.000 in Aktien hast, dann spielt das ohnehin keine Rolle. Ihr seht aber eins, und das will ich vielleicht an der Stelle auch nochmal mit sagen, wir haben in den letzten Tagen auch mal wieder von einem Kunden eine Rückmeldung bekommen, der über Broker Geld verloren hat, ne? Und wir werden dazu auch noch ein extra Video machen auf dem Jens Rabe Kanal irgendwann mal in den nächsten Tagen. Das heißt, es ist schon wichtig, wenn ihr irgendwie an der Börse seid, dass ihr euch Gedanken über die Seriosität eures Brokers macht. Und viele stellen auch beim Broker immer die falsche Frage, nämlich die Frage ausschließlich nach dem Preis. Und gerade heute, es gibt ganz, ganz viele neue Entwicklungen. Ne? Es gibt sowas wie Trade Republic oder in Amerika Robin Hood Trading, also die überhaupt keine Gebühren mehr verlangen. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung, aber ihr habt das auch gesehen, zum Beispiel bei der Entwicklung um N26, das ist ja eine Bank hier aus Deutschland, eine reine Online-Bank, bei der ein Kunde jetzt auch mal 80.000 Euro verloren hat, dann war niemand zu erreichen und so. Seid bitte trotzdem immer vorsichtig, wo ihr euer Geld hin überweist. Ne? Euch nützt euer ganzes Trading-Wissen nichts, euch nützt euer ganzes Investment-Wissen nichts, wenn ihr euer Geld verliert durch so eine Sache. Und immer, wenn euch irgendwie Broker anrufen und sagen, zahlt bitte was auf das Konto ein, ich habe hier eine gute Trade-Gelegenheit und so, ne? Dann bitte Abstand davon nehmen, weil das wird ein seriöser Broker nicht tun. Niemand wird euch anrufen, wird sagen, erhöht euer Konto, macht da was mehr. Und wenn ihr das habt, ne, das ist auch nicht erlaubt, das ist illegal, dann solltet ihr schnellstens euer Geld da abziehen und euch einen anderen Broker suchen. Das hat jetzt nichts mit Optionen zu tun, sondern es ist ein allgemeiner Hinweis. So,
Wenn ihr auch Fragen habt, genauso wie es der Herbert die Frage hatte, dann ruft mich nicht an, weil nicht jeder hat nämlich meine Telefonnummer. Telefonnummern haben nämlich nur die Leute, mit denen ich schon ganz lange und eng zusammenarbeite. Ihr könnt mir allerdings schreiben. Wenn ihr allerdings mit mir zusammenarbeiten wollt, wenn ihr sagt, hey, okay, Thema Investment, Thema Optionen, wie kann man das kombinieren, was gibt es da für Möglichkeiten, dann habt ihr die Möglichkeit, hier unten euch für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen, optionsstrategien.com/termin, tragt euch da ganz einfach ein und ganz wichtig, das ist ein telefonisches Erstgespräch. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder jemand hier direkt bei uns vor der Tür stehen. Wir rufen euch an, keine Sorge, okay? Und in diesem Telefonat besprechen wir, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir miteinander arbeiten, weil auch ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, das heißt, die also bereit sind, auch etwas wirklich zu tun, die auch bereit sind, etwas zu machen. Und du musst natürlich ganz klar, logisch, auch ein paar finanzielle Voraussetzungen erfüllen, weil, ganz ehrlich, was willst du zum Thema Investment lernen, was willst du zum Thema Trading lernen, wenn du keine 100 Euro auf dem Konto hast? Ne? Also es macht überhaupt keinen Sinn, deswegen ruft euch an, wir reden ganz in Ruhe miteinander, wir sprechen darüber, hey, was gibt es für Möglichkeiten, und dann schauen wir mal, ob ihr für eine Zusammenarbeit in Frage kommt. Und wenn wir ganz lange zusammenarbeiten, dann habt ihr vielleicht auch irgendwann mal meine Telefonnummer und könnt mich anrufen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Fragen, Kommentare, wie immer darunter. Ihr dürft dieses Video teilen, bewerten, was auch immer. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.